zurück zur Glücksforschung. Sie sagt aber auch, also die Glücksforschung, der sicherste Weg, um unglücklich zu sein, ist das anhaltende Streben nach ständigem Glück. Daran sieht man auch wieder, dass alles, was fanatisch gemacht wird, zu einem bösen Ende führt. Sogar die Suche nach Glück. Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg am Tag 13 meiner Challenge. Und vorab will ich ganz offen mal sagen, wenn man am Tag nicht so viel erlebt, dann ist das mit dem Inhalt so einer Podcast-Challenge wirklich eine kreative Herausforderung. Daher, unterstütz mich bitte, indem du mir Fragen oder Themen schickst, die ich für dich in diesem Podcast aufarbeiten kann. Ich wäre dir sehr dankbar und schenke dir dazu 2 Coaching-Stunden mit mir. Das können wir dann, ja, wir können das total bequem per Zoom machen und müssen uns nicht direkt begegnen, also der Zeit jetzt gerade, ne, in Rechnung zu tragen. Also trau dich, ich kann das auch anonym hier formulieren. Du würdest mir damit ein wenig Glück schenken. Wikipedia sagt im ersten Satz Folgendes zu Glück. Also, Moment, ja, jetzt. Als Erfüllung menschlichen Wünschens und Strebens ist Glück ein sehr vielschichtiger Begriff, der Empfindung von momentanen bis zu anhaltendem, vom friedvollen bis zum eskatischen Glücksgefühl einschließt, der uns aber auch in Bezug auf ein äußeres Geschehen begegnen kann, zum Beispiel in der Bedeutung eines glücklichen Zufalls oder einer des Lebensglück begünstigten Schicksalswendung. Punkt. Ich bin gerade sehr glücklich, dass ich diesen Monstersatz nicht nochmal vorlesen muss. Also, wenn du ihn hören willst, hör dir bitte noch Spur zurück. Ne? Himmel, wer formuliert denn eigentlich so? Also, ein Teil dieses Satzes stößt bei mir auf, ganz ehrlich. Der Teil, der sich um Zufall handelt. Ich persönlich glaube nicht an Zufälle. Für mich ist es sehr befreiend, denn ich gehe nicht die Gefahr, nur auf Glück zu hoffen. Die Glücksforschung unterstützt mich darin, denn sie sagt, Glück ist keine Glückssache, also kein Zufall. Ja, ein Lottogewinn ist demnach auch kein Glück. Wenn du mal die Quantenphysik zur Seite nimmst, wirst du erkennen, dass sie beweist, dass Gedanken zu unserer Wirklichkeit werden. Ich habe da einige Folgen im letzten Jahr zugemacht. Warte mal, ich guck mal schnell nach. Eine Folge ist die, 202, Himmel, da fällt mir auf, wie viele Folgen ich seitdem schon wieder gemacht habe. Also mein Tipp, wenn du nichts zu tun hast, hör doch mal meinen Podcast wieder ab Folge 202. Zurück zur Glücksforschung. Sie sagt aber auch, also die Glücksforschung, der sicherste Weg, um unglücklich zu sein, ist das anhaltende Streben nach ständigem Glück. Daran sieht man auch wieder, dass alles, was fanatisch gemacht wird, zu einem bösen Ende führt. Sogar die Suche nach Glück. Glücksforschung gehört in die Richtung der Psychologie oder gehört der Psychologie an und wird tatsächlich sehr ernsthaft betrieben. Man mag es nicht glauben, aber es ist ein sehr wichtiger Faktor, um zum Beispiel auch gesellschaftliche Entwicklung zu erklären und zu fördern. Ich rede heute mal über 4 Erkenntnissen aus dieser Forschung. Bei der ersten Erkenntnis stand ich da und ja, ich gebe heute total viel zu, aus meinem Mund kam der Ausspruch, na, wer hätte da nur wieder drauf kommen können? Sie heißt nämlich, Glück und glücklich sein bedeutet für jeden etwas anderes. Toll. Ja, manchmal bin ich ja sehr froh, dass Wissenschaftler forschen und uns alle mit ihren Ergebnissen total überraschen. Wer sich mit dem Weltbild, den Erfahrungen und dem menschlichen Verhalten auch nur ein wenig mal beschäftigt hat, weiß,
meine Landkarte ist nicht deine. Jeder von uns nimmt die Welt völlig anders wahr. Es ist quasi ein individuelles Erlebnis. Überleg mal, ein Konzert, 20.000 Menschen und jeder nimmt etwas völlig anderes wahr als die anderen. Ja, schon ein spannender Gedanke, oder? Was aber sehr wichtig an der Erkenntnis ist, dadurch gibt es nicht nur diesen einen Weg, sondern ganz viele Wege zum persönlichen Glück. Und du kannst nur deinen Weg selber herausfinden. Mist, oder? So, ja, so eine Anleitung wäre ja ab und zu auch mal hilfreich. Also bleibt dir nichts anderes übrig, dir deine Anleitung selber zu schreiben. Fang doch mal an und sage, also eine Bestandsaufnahme, ne? Was macht dich wirklich glücklich? Und was bedeutet Glück für dich? Übrigens im Innen wie auch im Außen. Es ist durchaus erlaubt, dass du sagst, so ein Privatflugzeug macht mich glücklich. Denn es geht ja um dein Glück und nicht um gesellschaftliche Normen. Ja, Erkenntnis 2. Die finde ich ganz besonders toll. Glück hat nichts mit einem elitären Leben zu tun. Ob du glücklich bist, liegt ganz allein in deiner Verantwortung und hat nichts mit den Faktoren wie Wohlstand, gesellschaftlicher Status, Geschlecht, ganz wichtig Intelligenz oder Alter zu tun. Meist sind diejenigen wirklich unglücklich, die keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Also frag dich mal, wann gibst du, vielleicht aus Gewohnheit, deine Eigenverantwortung ab? Ja, wenn du dir darüber im Klaren bist, kannst du ja die dritte Erkenntnis der Glücksforschung richtig gut gestalten. Eine der wichtigsten Erkenntnisse lautet nämlich, dein Glück ist davon abhängig, wie gut du in der Lage bist, dich an sich ändernde Lebensbedingungen und Probleme anzupassen. Ja, könnte ich jetzt sagen, ne? So ein Glück, dass der Virus gerade da ist, denn unsere Lebensbedingungen verändern sich gerade rasant. Es ist ein guter Spiegel, wie weit du fähig bist, dein Glück zu gestalten. Denn wie glücklich ein Mensch ist, entscheidet, wie sehr er sich auf das Leben einstellen kann, also wie er darauf reagieren kann und welche Bedeutung, welche Wertigkeit er dem beimisst, was er da gerade erlebt. Ist auch, ich könnte auch Wikipedia-Einträge schreiben, glaube ich, wenn ich mich so reden höre. Also, ganz kurz, worauf bist du gerade fokussiert? Glück hängt also davon ab, was du denkst. Und was du denkst, kannst du steuern. Wenn du das jetzt nicht kannst, dann kannst du das lernen. Mein Lieblingswort dazu heißt übrigens Neuroplastizität. Mittlerweile kann ich das super aussprechen. Die Fähigkeit, neue Gehirnverbindungen zu knüpfen, also einen anderen Gedanken zu denken. Und zum Ende kommt noch die vierte Erkenntnis. Deine Einstellung zum Glück beeinflusst, wie viele glückliche Momente du erlebst. Hat wieder was mit Fokus zu tun. Ja, hältst du dich für einen Glückspilz oder einen Pechvogel? Wieder hat das mit Fokus deiner Gedanken zu tun. In der Psychologie nennt man das auch selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du deinen Fokus verändern willst, vielleicht in die Richtung, dass Glück für dich einfach selbstverständlich ist, dann kannst du das machen. Das ist so eine coole Erkenntnis. Und ja, jetzt während der Krise geht das auch. Du kannst gerade jetzt dein Glück trainieren. Wie? Das ist ganz einfach. Führe ein Glückstagebuch. Und im Moment kannst du das ständig bei dir haben. Schreib kleine und große Glücksmomente auf, die du jetzt gerade erlebst und lese dir heute Abend vor dem Schlafengehen mal laut vor. Und achte darauf auf so Kleinigkeiten im Leben. Ich habe heute ganz viele glückliche Momente gehabt. Ich habe einer Verkäuferin bei mir im Edeka, das darf ich so sagen, ja, oder also im Einzelhandel. Ich habe mich bedankt, dass sie ihren Job macht und dass sie sich der Gefahr aussetzt, mit uns allen in Kontakt zu sein. Und ich habe ihren Job gewertschätzt. Und nicht nur ihren, sondern den ihren ganzen Kollegen auch. Du ganz im Ernst, das war mal ein strahlendes Lächeln. Und dieses Lächeln hat mich mit Glück erfüllt. Dann habe ich eine tolle Nachricht bekommen von einer Bekannten von mir, dass sie schwanger ist. Und die hat mir einen ganz tollen
Artikel zum Thema Zukunftsforschung und Ziele gestalten geschickt habe, gucke ich mal, ob ich Kontakt zu dem Zukunftsforscher bekomme und den hier in den Podcast hole. Dann habe ich einer einsamen Kellnerin ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, indem ich sie beachtet habe und mal mit ihr gesprochen habe. Einen ganz, ganz alten Kollegen getroffen, mit dem geredet und gutes Gespräch gehabt. Und dann habe ich mit einem noch älteren Freund mal über die Vergangenheit philosophiert. War auch schön. Ich habe Hilfe für meine Mutter organisiert. Also ich habe heute total viel Glücksmomente gehabt. Und wenn ich mir überlege, wie viel Glück ich heute hatte an einem Tag, an dem ich eigentlich zu Hause saß und mal nur eine Stunde rausgegangen bin, dann war das eigentlich, dann war das ein geiler Tag. Ne? So, und wenn du das machst und merkst, dass das nicht gut klappt, ja, dann hast du einen sehr realen Spiegel für dich, wie es um dein Glück bestellt ist. Das ist nämlich auch super und ein Glück, denn dann kannst du daran arbeiten. So, wenn du Fragen hast, dann komm doch in die Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Der Link ist in den Shownotes und wir tauschen uns dort aus. Für heute sage ich, bis dann, der Jan. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.